erstmal runter vom See hier. Gewitter auf dem See ist nicht so geil. Okay Leute, die Lage ist ernst. Und bist du optimistisch? Dass wir nicht untergehen, auf jeden Fall. Nee, was die Sachen betrifft, von ja, bist du positiv gespannt. Guten Morgen aus dem Norden. Die Zelte sind abgebaut. Wir haben uns jetzt Richtung Auto begeben. Wir werden jetzt unsere Sachen nochmal packen. Nochmal einen kleinen letzten Feinschliff vielleicht machen. Die Überlegung, ob wir das Zelt mitnehmen, gab noch keinen Entschluss. Wie wir uns dann entschieden haben, seht ihr dann vor Ort. Falls wir vielleicht eins brauchen oder gebraucht hätten, lasst euch überraschen. Bleibt dran. Naja, wir werden bald losreiten. Werden hier, denke ich mal, jetzt die letzten Dinge noch absnacken, dann gleich mit den Kanus irgendwo ausgesetzt und dann beginnt der ganze Spaß erst. Vorfreude. So, alles durchklabüsert. Die letzten Vorbereitungen getroffen. Wir haben uns doch noch für so eine Tonne entschieden, wo wir die ganzen Lebensmittel reinpacken konnten. Ich denke, es war eine weise Entscheidung, vor den ganzen Kram da halt einzeln irgendwie mitschleppen. Ja, gleich gibt es einen kleinen Setup-Change, weil das Ding möchte ich nicht offen auf dem Kanu mitschleppen. Deswegen geht es gleich zur GoPro. Schüssel! Leute, was soll ich sagen? Ich glaube, das ist ganz nach unserem Geschmack hier. Das sieht schon, Alter, guck mal da hin, ne? Das sieht geil aus. Da, rechts. Ach, das ballert hier die ganze Zeit aus dem Wasser so. Der Regen da hinten. Weißt du das? Ja. Ja, mega imposant hier, ey, mit dem Berg. Das sah auf den Bildern alles so klein aus. Wahrscheinlich geben die Bilder das hier auch alles so klein wieder, aber ey. Einfach nur geil, ey. Richtig, richtig geil. So, erste Aktion, kurz rausgepaddelt, schon kommt Gewitter auf. Erstmal runter vom See hier. Fuck, ey. Pisst das, der Regen ist nicht schlimm, der ist angenehm, aber der Gewitter auf dem See ist nicht so geil, ne? Wie schnell das Wetter hier umspringt, ey. Da machst du einmal ein paar Meter vom Land weg. Und schon kommt ein Sturm, schon wieder geblitzt am Horizont. Echt aufpassen heute, ey. Und der nächste Regenschauer erwartet uns da hinten schon wieder. Ja, mit ganz viel Glück zieht er knapp vorbei, aber na, der Wind sagt uns gerade schon was anderes. Müssen wir über uns ergehen lassen, gehört dazu. Und wieder mal warten auf besseres Wetter. Ja, wir könnten echt mal so eine kleine Trockenperiode gebrauchen, ey. Zum Platz finden, echt nicht ganz einfach. Aber das kriegen wir auch noch hin. Das ist er. Hä? Das ist er. Das wäre zu perfekt. Da ist der Angelstein. Spannend, aber scheiße. Scheißegal, das sieht richtig gut aus. Guck mal auch da oben drin.
Hier ist auch ein richtig geiler Einstieg. Also besser geht's gar nicht. Ey Leute, ich glaube, wir sind jetzt fast nach ganz Norden gefahren, aber das ist er, das ist der Platz hier. Ich glaube, besser kannst du uns nicht erwischen. Arbeit zahlt sich immer aus. Lage checken, aufbauen. Das ist auch nicht verkehrt. Das werde ich auch tun. Der ist so komisch, dass hier auch keiner ist. Dass wir nicht irgendwie eine Platz hier wegnehmen, das wäre blöd. Aber sieht gut aus. Richtig, richtig gut aus. Boah, das gefällt mir. Traum, ey. Rudi ist wieder happy. Da der Wind natürlich ganz schön aufgefrischt hat, ist erste Priorität erstmal. Sichern können und so ein kleines geschütztes Wetter, witterungsbedingt geschütztes Wörtchen haben. Auch schon Untergrund vorbereiten. Also Steine raus. Dann wird das richtig gemütlich. Uiuiui, Leute, das ist echt eine schwierige Geburt. Bei dem Wind den Scheiß abzubauen hier. Versucht das Tarp halt zu spannen, aber sind wir wieder reingedrückt. Aber ja, gut. Wenigstens hat man gleich die Gewissheit, dass es noch sturmfest ist. Ja, man muss sich halt ein bisschen zu helfen wissen zwischendurch, ne? Nur 4 Heringe dabei. Na, 4,5. Also ich zähle mich mal rein. Die Bäume zur Hilfe genommen hier. Da muss ich zu sagen, es ist die ganze Zeit nicht windig. Wir fahren hierher, es regnet die ganze Zeit. Wir kommen hier an und es ist windig. Ich würde mal sagen, Thor hat uns heute gezeigt, wo der Hammer hängt. So sieht es hier aus. Und aufgrund der geringen Anzahl von Heringen habe ich mir hier mit dem Stein geholfen. Ich glaube, den Stein zieht der Wind nicht so schnell weg. Ja. Kämpfen, aber es wird.